Ja, das ist ein T1-Scan. Somit hat dieser Fahrer höchstwahrscheinlich viel mit diesem Fahrzeug gespielt und hat Erfahrung. Ja gut, einen zu übersehen, der direkt vor ihm steht, kann ja mal passieren. Auszusteigen, wenn ein Gegner oben auf dem Dach vom Panzer steht, immer schlecht. Und deswegen, meine Freunde, macht es nicht. Auf Wiedersehen! Was ist das denn? What the fuck is this piece of shit? Aua. Da sehen meine Augen Dinge. Kommen wir wieder zu den wichtigen Sachen. Seit dem Update 7.2.0 ist er jetzt der Bomber im Spiel und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr diesen so findet. Ich persönlich finde ihn total schwachsinnig. Wie es wahrscheinlich schon einige Content Creator vor mir sagten, ist es auch meine Meinung, dass dieser keine wirkliche Bedrohung jeglicher Art ist. Unter Bomber habe ich mir sowas vorgestellt. Er ist und bleibt einfach irgendwie zu schlecht für Boden- und auch Infanterieziele. Er ist eher ein zweitklassiger Jet als ein richtiger Bomber. Und ich bin ja gar nicht so richtig in das Thema drin gewesen, was dieser Bomber angeht und wer das entwickelt hat. Aber als ich das mitbekommen habe beim Video von Thunderlord mit dem Entwickler seiner Aussage auf Twitter, da ist mir auch wirklich nichts mehr darauf eingefallen. Dein Kanal ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut gerne bei dem Jungen vorbei und lasst auch dort ein bisschen Liebe da. Somit sind alle Disclaimer disclaimed, legen wir los. Dem Verantwortlichen für dieses Fahrzeug Armored Kill. Ich übersetze das direkt mal für die Leute, die kein Englisch können. Bei dem neuen Fahrzeug ist der Störsender die einzige Gegenmaßnahme. Betrachtet es als ein manuelles unterm Radar, nur effektiv gegen Fahrzeugwaffen. Muss rausgehauen werden, bevor eine Rakete auf euch abgefeuert wurde. Keine Gegenmaßnahmen gegen Infanterie. Cloaking, also tarnen und hoffen. Dieser dumme Wen will der eigentlich mit seinem dummen Scheißspruch da noch am Ende? Ich sag dir, das ist genauso ein Scheißspruch wie die mit den Pinguinen da. Die Pinguine haben am Heli rumgefuscht. Also ich finde schon ein bisschen komisch, dass ein Entwickler absichtlich keine Kontermaßnahmen hinzufügt, um vielleicht natürlich den schlechteren Spieler das Gefühl zu geben, mal endlich was geschafft zu haben im Spiel, dass er einen großen Bomber, einen Tarnkappenbomber mit seiner Stinger runtergeholt hat. Wer weiß, das sind ja auch immer nur diese Gerüchte, die man hört, dass es sowas eigentlich gibt. Finde ich auf jeden Fall nicht cool und finde ich auch schlecht designt und würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dass das noch verbessert und geändert wird, dass das Teil Gegenmaßnahmen bekommt, dass das Teil bessere Bomben bekommt und dass das Teil ein bisschen höher fliegen kann als normale Jets, denn sowas ist natürlich der Sinn hinter diesem Flugzeug. Schon zu Season 2 haben wir einen kleinen Teaser bekommen bezüglich neuen Portal-Waffen. Das DMR, SKS sowie das Sturmgewehr AUG A3 sollte in den Portal-Modus hinzugefügt werden, sowie auch zum Allied Warfare. Die Hoffnung verschwindete, nachdem man ja offiziell angekündigt hat, dass nach der Season 7 der Content-Fluss für 2042 offiziell beendet wurde. Jetzt denkt man sich, diese Waffen werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen. Bis jetzt. Denn auf Twitter wurde etwas gefragt. Es wurde gefragt nach den Season 2 Anteaserungstrailer bezüglich SKS und der AUG A3, was mit denen jetzt passiert. So antwortete ein Entwickler, dass sie Ideen und Verbesserungen vornehmen wollen, aber sie bis jetzt erstmal nichts dazu sagen möchten. Wir werden das Spiel trotzdem aktualisieren. Sie müssen abwarten und sehen, was das bedeutet. Laut Dead Six Hinweis kriegen wir wohl damit vielleicht ja auch die AUG A3 und das SKS noch für den Portal/Allied Warfare Modus. Apropos Inhalt, das letzte time-limitierte Event, was uns noch erwarten wird, ist ja Future Warfare. Dazu sollte es eigentlich überhaupt keine Informationen geben. Jetzt ist es aber nun passiert, dass die YouTuberin The Cat Woman in das Spiel sich eingeloggt hat und schon Informationen zum neuen Modus, wie er funktioniert, eingesehen hat. Hierbei sehen wir aber auch sehr interessante Sachen, wie zum Beispiel Sachen, die wir bekommen werden, wie Skins und Outfits, die sehr stark 2142 dem Zukunfts-Battlefield ähneln. Ist das vielleicht schon ein kleiner Teaser bezüglich, wohin unsere Reise geht mit Battlefield 6?
Ich hoffe es nicht, denn ich wünsche mir kein Zukunfts-Battlefield. Die Zukunft! Die Zukunft! Dennoch sind die Ähnlichkeiten verblüffend. Der Modus ist auf jeden Fall wieder mal so ein Infanterie-Modus und ich finde das langsam ein bisschen öde. Ich würde mir gern mal einen besseren Modus wünschen für Fahrzeuge, aber irgendwie versucht das DICE-Team, wo aktuell an 2042 gearbeitet hat, Infanterie-Gameplay in den Fokus zu setzen und das ist halt einfach nicht Battlefield. Es gibt ein kleines Update für den Modus Control, der noch bis Ende des Monats in 2042 aktiv sein wird. So wurde der Rundenstart von 16 Spieler auf 8 Spieler reduziert. Das bedeutet, der Modus startet schneller und ebenfalls der Rundenstart-Timer wurde auf 50 Sekunden verlängert. Das ganze Event gibt es bis zum 28. Mai. Kleiner Tipp, wenn es vielleicht noch keiner wusste, und zwar, wenn ihr den Modus Control spielt, sind alle Fahrzeuge verfügbar, auch wenn ihr den Bomber noch nicht freigeschalten habt und auch alle Aufsätze für den Bomber sind in diesem Modus freigeschalten. Bedeutet, ihr könnt alle Sachen mal in diesem Modus ausprobieren. Ja, ich versuche hier gerade im Gameplay tatsächlich mit der AK-5C die Sniper ein bisschen da hinten aufzuräumen, weil die sind mir irgendwie die ganze Runde auf den Sack gegangen. Wie kann man nur so spielen da hinten? Die ganze Zeit nur rumsitzen in der verkackten Basis und auf die andere Seite snipen. Das verstehe ich wirklich nicht. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Sache eingehen. DICE Kartendesigner Gabriel Sanchez, ich weiß nicht, wie man sowas richtig ausspricht, hat die Reaktion der Community auf das Stadion sehr intensiv positiv wahrgenommen. What? Er schreibt, dass das Team von DICE anscheinend sehr gute Arbeit geleistet hat bezüglich dem Layout des Stadions. Jetzt mal ganz ehrlich, wer findet den Stadion bitte geil? Mit dir redet keiner, du Streber. Und schreibt weiter, dass es ein ungewöhnliches Layout war für Battlefield und sie damit tatsächlich das erste Mal in die Berührung gekommen sind. Ja, tatsächlich sind diese Art Entwickler tatsächlich mit diesem Stadion zum ersten Mal zu einem außergewöhnlichen Layout in die Berührung gekommen. Die früheren Entwickler kamen schon 2011 in solche Berührungen, wie zum Beispiel in dem DLC Close Quarters, und da waren die Karten deutlich besser designt als diese Scheiße hier. Damit sind wir aber wieder am Ende des Videos angekommen, meine Freunde. Mehr gibt es aktuell nicht zu 2042. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über ein Däumchen nach oben und ein Abo und wir sehen uns spätestens in den nächsten Videos. All units dismissed.